Nun, willkommen zu einem weiteren Tutorial bezüglich AutoCAD 2D. Es geht darum, in dieser Übung diese Fibonacci-Spirale zu konstruieren. Ich zeige mal den Weg jetzt ausgehend von der Vorlage. Das heißt, man zeichnet sich zunächst ein Quadrat, nämlich dieses hier. Und wenn man jetzt diese Vorlage verwendet, dann würde ich das einfach jetzt hier an diesen Raster ausrichten. Wenn Sie da mal reinschauen in die Rasterfangeinstellungen, dann sehen wir, wir haben hier von 0,125 aller 8 hat man dann quasi, also aller 1 hat man quasi eine Volllinie, also machen wir das Quadrat einfach 1 mit der Einheit 1, 1. Ja, so könnte man das machen. Und so machen wir es auch. Wir sollen allerdings, die Idee habe ich schon mal angelegt. Es gibt hier einen Layer für Rechteck, dann einen für Bogen und einen für sogenannte Hilfskonstruktion. Doch zu den Hilfskonstruktionen später noch. Zunächst zeichnen wir jetzt das Rechteck bzw. in das Quadrat, das kommt ja auch mit dazu. Gehen also hier auf den Layer Rechteck und also wir können vielleicht das so definieren: Ein Quadrat ist auch ein Rechteck, wobei ein Rechteck immer ein Quadrat ist. Ja, zum Rechteck könnte man das relativ einfach zeichnen: entweder mit dem Befehl Rechteck, ja, oder mit dem Befehl Polygon. Ich nehme den Befehl Rechteck, den Befehl Polygon werden wir dann eh später noch verwenden. Also gehen wir hier auf Rechteck. Ich stelle mir jetzt hier den Fang ein. Sie können natürlich das auch gleich eingeben. Ich mache es über den Fang. Ich klicke einmal hier und dann hier oben auf meine Raster-Hauptlinie. Und dann haben wir ein Rechteck. Das sehen wir jetzt hier mit den Koordinaten. Das ist 0, 0, der erste Punkt. Wenn wir jetzt hier mal hochfahren, jetzt sind wir bei diesem Punkt. Da ist x quasi 1. Und jetzt sind wir hier bei dem Punkt, und wenn wir das ein bisschen größer machen, sehen wir hier, x ist 1 und y ist auch 1. Hätte man auch eingeben können. Ja. So, Escape. Ich hebe die Auswahl auf. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt den Kreis konstruieren. Dazu wechsle ich jetzt hier auf den Layer Hilfskonstruktion. Das ist dieser Kreis hier. Und check nochmal meine Hilfsmittel. Ich brauche den dynamische Eingabe, brauche ich nicht. Objektfang brauchen wir Endpunkt, Mittelpunkt, Quadrant und Schnittpunkt. In der Folge, jetzt nicht sofort, aber dann in den nächsten Befehlen. Deswegen tue ich die gleich aktivieren. Dicke Linie können wir aktiviert lassen. Raster könnten wir, also Rasterfang machen wir aus. Sie werden gleich sehen, die nächsten Linien liegen nicht mehr im Raster. Und jetzt zeichne ich einen Kreis. Gehe also auf den Befehl Kreis. Checke hier ein, hier im Mittelpunkt, das ist natürlich noch auf dem Raster und zu diesem Punkt, das wäre jetzt noch uns auf dem Raster, die beiden Punkte, das könnte ich natürlich über den Rasterfang machen können, allerdings sieht man jetzt hier, jetzt verlasse ich hier meinen Raster, ja, hier gehe ich jetzt quasi raus, das passt nicht mehr ganz. Ja, jetzt könnte man wieder ein Rechteck zeichnen und das Ganze mit Hilfskonstruktion machen. Ja, das ist jetzt wieder quasi ihr Quadrat reinzeichnen, dann wieder einen Kreis durchziehen. Ich werde es ein bisschen anders machen. Ich werde es, damit ich Ihnen ein paar andere Befehle mit zeige. Also, Sie könnten jetzt so weitermachen, wie ich jetzt hier angefangen habe. Wieder Rechteck zeichnen mit derselben Methode, quasi von hier nach hier und so weiter. Ich möchte hier allerdings jetzt, wie gesagt, noch ein paar neue Befehle zeigen. Und zwar werde ich jetzt dieses Quadrat hier konstruieren, gleich ohne irgendeine weitere Hilfskonstruktion. Beziehungsweise, das ist ja eh schon die Hilfskonstruktion dieser Kreis, nämlich halt diese Länge. Und dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ich gehe hier auf den Befehl Polygon und sage hier bei Anzahl der Seiten, sage ich 4. Also 4 Seiten wäre dann ein Rechteck. Ja, kann auch da auch ein Quadrat sein. Also Enter. Und gebe jetzt die Seiten an. Und jetzt gehe ich hier auf, ich muss jetzt diesen Punkt hier erwischen, ja, allerdings hier oben, nicht hier unten. Deswegen gehe ich auf Steuerung, rechte Maustaste und sage hier Punktfilter, wähle X aus und wähle hier den Objektfang Quadrant und Y von hier oben. Jetzt hängt hier mein Polygon oder mein Rechteck oder Quadrat, je nachdem, wie Sie das jetzt hier aufziehen. Hier am Fadenkreuz und muss es bloß noch hier drüben ranführen. Ich sehe, ich habe hier den falschen Layer, kann ich das hier noch gleich ändern? Ja, macht er nicht. Machen wir es danach und setzt das hier entsprechend ab. Ja, man sieht ja auch, dass wir das Raster verlassen. Deswegen habe ich auch den Rasterfang jetzt hier ausgeschaltet. Der bringt uns jetzt nicht mehr weiter. Achso, das Layer hat er jetzt eh geändert. Passt. Ja.
Das hat er gemacht. So, jetzt haben wir das konstruiert. Und jetzt geht es hier weiter. Jetzt kommt hier unten dieses Quadrat. Auch hier werde ich jetzt wieder das Ganze ohne Hilfskonstruktion machen. Es ist so ein bisschen, wenn man eine Weile AutoCAD, mit dem AutoCAD arbeitet, ist es so eine Art, wie soll ich sagen, ja, mir fällt kein besserer Begriff ein, eine Art Ehrenkodex, ja, dass man versucht, mit den Hilfsmitteln zu arbeiten, um Hilfskonstruktionen zu vermeiden. Das erfordert manchmal ein bisschen Nachdenken, aber es ist halt so ein gewisses Training, was man sich so als AutoCAD, nennen wir es mal Power-User oder ambitionierten Power-User, so quasi selber aufdoktoriert, wenn man Zeit hat zu überlegen, dass man halt Hilfskonstruktionen vermeidet und dafür lieber die Hilfsmittel vernünftig einsetzt. Denn wenn man sich mit den Hilfsmitteln sehr gut auskennt, kann man sich, ich würde jetzt mal jetzt eine Hausnummer nennen, ungefähr 90% an Hilfskonstruktionen sparen, wenn man sich hier sehr gut auskennt. Ja. Und das versuche ich auch mal zu demonstrieren. Deswegen werde ich jetzt keine weiteren Kreise mehr als Hilfskonstruktion zeichnen, sondern gehe jetzt gleich wieder auf den Befehl hier Polygon und gehe dann wieder auf Seiten 4, bestätige das. Ich gebe die Seite ein, setze jetzt hier oben an und jetzt habe ich die falsche Seite erwischt. Sehen Sie das? Jetzt ist es auf dieser Seite. Muss ich noch mit Escape nochmal abbrechen oder ich müsste es dann rüberspiegeln. Allerdings, das Spiegeln haben wir noch nicht behandelt, deswegen breche ich nochmal ab und wiederhole den Befehl nochmal mit der Leertaste und gehe wieder auf Seite. Fange jetzt hier unten an, Objekt fang Quadrant, fahre jetzt hier hoch und habe hier mein Quadrat konstruiert. So, jetzt haben wir hier noch dieses zu konstruieren. Auch jetzt wieder rechte Maustaste, letzte Eingabe, Polygon. Sie können auch die Leertaste wählen. Dann muss ich kurz überlegen, dass ich die Reihenfolge richtig erwische. Achso, wieder die Anzahl der Seiten wieder mit 4 bestätigen, wieder auf Seite gehen. Und ich glaube, wenn es nach oben geht, muss ich hier anfangen. Genau. Und ziehe jetzt hier mein Quadrat auf. Jetzt haben wir dieses. Wiederhole den Befehl, Polygon. Sie sehen, der ist quasi abgeschlossen. Gehe auf die Leertaste, das wiederholt den Befehl. Jetzt brauche ich dieses Quadrat hier. Fange wieder diesen Punkt. Achso, wieder. Vergesse ich jedes Mal. Also ist die Anzahl der Seiten mit 4 wieder bestätigen, das hat er sich gemerkt. Dann wieder auf Seite gehen. Und ich glaube, jetzt muss ich hier oben anfangen. Genau, und hier runter gehen. Und habe jetzt hier mein vorletztes Quadrat aufgezogen. Das ist dieses. Das wäre jetzt hier das allerletzte hier, dieses. Sie können natürlich das beliebig tief treiben. Ne? Hier am Computer können Sie ja beliebig zoomen. Aber wir machen das hier wie in der Vorlage. Also hören jetzt quasi hier auf mit diesen. Jetzt kommt das allerletzte Quadrat. Also wiederholt das den Befehl Polygon mit der Leertaste. Die Leertaste wiederholt immer den letzten Befehl. Ja, alternativ ist dann über die rechte Maustaste. Da haben Sie die Liste von einigen der letzten Befehle. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich muss, glaube ich, hier anfangen wieder. Also Seite 4 bestätigen. Dann wieder Seite 4 und genau, wieder hier rüber zeichnen. Fertig. Jetzt könnte ich hier weitermachen und so weiter. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt Schluss. Genau. Ja, so wie das sind jetzt die Quadrate, die wir konstruiert haben. Jetzt wird im nächsten Schritt hier diese Fibonacci-Spirale gekonstruiert. Dazu wechsle ich den Leer auf Bogen, wähle hier den Bogen 3 Punkte. Wichtig ist hier, dass Sie auf Zentrum umschalten. Dann lässt sich dieser Bogen am einfachsten konstruieren. Das ist ja auch mal angegeben. Und wähle jetzt hier unten diesen Punkt als meinen Bogenmittelpunkt und zeichne jetzt also entgegen den Uhrzeigersinn, hier jetzt meinen Bogen auf. Immer quasi gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt wiederholen Sie wieder den Befehl mit der Leertaste. Gehen wieder auf Zentrum. Klicken hier rein. Und wieder gegen den Uhrzeigersinn ihren Bogen aufkonstruieren. Wiederholen den Befehl. Zentrum nicht vergessen. Und hier dieses. Ich schalte mal die dynamische Eingabe an. Fällt mir gerade ein, das könnte ich bei der Gelegenheit auch noch demonstrieren. Falls Sie mit der lieber arbeiten wollen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen auf Leertaste. Wiederholen den Befehl. Dann. Also Leertaste wiederholen den Befehl, dann kann ich hier mit über die Pfeiltaste hier das erweitern und das Zentrum aktivieren und klicke jetzt hier rein und zeichne jetzt hier gegen den Uhrzeigersinn meine Spirale. Wiederhole den Befehl, klicke hier, ziehe mich ein bisschen ran, klicke hier auf diesen, achso, Zentrum nicht vergessen, also hier Zentrum,
So, ich glaube, wenn man das, man, das genügt, glaube ich schon, wenn ich es so mache und zeichne. Ah, das genügt doch nicht. So, den Endpunkt des Bogen. Ja, ich muss gestehen, ich tue die dynamische Eingabe relativ selten verwenden. Ich muss noch mal ausprobieren. Also, ich tue meistens mit, ich tue die eigentlich nur verwenden, wenn ich sie wirklich brauche. Ansonsten beziehe ich die Befehlszeile vor, aus alter Gewohnheit, ja. Weil die dynamische Eingabe ja für mich als alten AutoCAD-User relativ neu ist. Ist natürlich, gibt es schon seit einigen Versionen, aber ich finde sie jetzt nie immer so praktisch. Deswegen nutze ich sie wirklich nur dann, wenn ich sie brauche. Ich glaube, die User, die jetzt neu dazugekommen sind, die mit AutoCAD angefangen haben, seitdem es dynamische Eingabe schon gibt, die nutzen sie, glaube ich, ständig, weil sie eigentlich schon standardmäßig immer eingeschaltet ist. Deswegen zeige ich das hier nochmal. Sehen Sie mir nach, wenn ich damit nicht ganz so flüssig arbeite wie mit der Befehlszeile. Also ich wiederhole den Befehl nochmal. Leertaste. Gehen auf Leertaste. Ja, wiederholen den Befehl. Nochmal. Gehen dann hier auf Zentrum. Einfach hier erweitern. Und dann hier klicken. Dann fassen wir den Punkt jetzt hier an. Und zeichnen jetzt hier unsere Spirale entgegen den Uhrzeigersinn. Hätte ich jetzt beinahe wieder falsch gemacht. Also noch einmal, wir gehen auf Leertaste, Befehl Zentrum, erweitern das hier, klicken nochmal drauf. Das ist unser Zentrumspunkt und gegen den Uhrzeigersinn zeichnen wir hier unsere Spirale auf. Jetzt wiederhole ich das hier nochmal. Hier ist mein Drehpunkt. Ich tue quasi hier zeichnen, entgegen den Uhrzeigersinn, also von hier nach hier. Also Leertaste, dann mit der Pfeiltaste können Sie das hier erweitern an der dynamischen Befehlszeile. Klicken hier auf Zentrum, nehmen das hier als Zentrumspunkt und fahren das hier ab. Und das ist jetzt unser letzter Teil der Spirale. Ja, so können Sie das konstruieren. Ich werde vielleicht nochmal eine andere Variante zeigen in einem anderen Tutorial.